was ich euch zeigen muss. Oh yes! That's Russia. Dahin? Ja, dann. Follow him. Wir haben unsere Leute gefunden. Leute, übrigens, ne, by the way, ich musste Tim erstmal erklären, wie man diese Koffer da drauf macht. Team Germany. Die sind noch mit uns gekommen. Da ein paar Leute. So, wir warten jetzt erstmal. Volunteers und Olaika. Ganze organisatorische Stuff hier. Background, was alles gar nicht so spannend ist. Dein Partner schiebt natürlich sehr gerne rein. Oh ja, er so extra so, ich schiebe, ne? Damit er das sagen kann. Where are we going next? To Real Winter. Real Winter. Leute, habt ihr eigentlich mal eine Maniküre gesehen? Look at this. Warte, ihr seht das gar nicht, ne? Da steht Real Winter drauf, egal. Werdet ihr schon sehen. Yes! Ganz wenig Zebrastreifenschilder. Epic Moment. Tim geht vorbei bei Welcome to Krasnoyarsk. Leute, damit werden wir abgeholt. Hier mit dem hier. Jupp. Haben die uns gerade gesagt, ich schwöre. Jo, so muss das sein, Leute. Ich guck zu, Tim arbeitet, verschwindet da halb im Bus. Eine random Oma kommt vorbei. Das sind die, wie heißen die? Komparsen. Komparsen heißen die im Film. Ich hab gar keinen Plan. Was jetzt? Dabei, let's go. Hi everyone. Oh, okay, okay, dann, okay. Hi, hi, hi. Okay, nee, doch nicht. Wir wollen nicht sprechen. Ich glaube, in einem von diesen drei Häusern wohnen wir. Mal schauen. Welcome to the village. So, wir kommen jetzt immer näher und näher. Da oben wohnen wir. ADH und Safety First, Leute. Kondome direkt, wenn man reinkommt. Ganz wichtig. Schön! Hey, hast du das nicht gesehen? Nein! Und wer greift natürlich wieder am meisten zu, Katharina? Leute, Katharina ist so aufgedreht, wenn sie wenig geschlafen hat. Ne? Das ist nicht das ist normal. Effekt. Das ist der Effekt, wenn man zu wenig geschlafen hat. Aber ich spür das gar nicht so. Ich glaube, das kommt noch. Das, gleich gibt es einen richtigen Kick. Wow. Wir sind auf jeden Fall jetzt angekommen, haben unsere Zimmer bekommen. Unsere Jacken endlich. Unsere Jacken. Auf DH. Jetzt sind wir mal in Deutschland. Ja, jetzt kann man uns auch erkennen. Ich glaube, gerade konnte man uns gar nicht erkennen. Ja, ich wurde auch schon verwechselt. Die kommen dann so, reden mit mir auf Russisch so. Wo ist denn das estonische Team? Ich so, der Bus ist noch nicht da. Wie gut, dass du Russisch kannst. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir natürlich essen gehen. Was auch sonst. Feedback vom Essen. Top. So, wir machen jetzt eine kleine Tour. Und zwar das hier ist, wie uns gesagt wurde, das Information Center. Und Fitnessraum. Und Fitnessraum, da müssen wir gleich noch hin. Aber erstmal wollen wir ankommen. Und zwar das ist das Maskottchen. Wie wird das nochmal ausgesprochen? Olaika. 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 Das sagt, wo wir sind. Krasnoyarsk. Dort hängen die ganzen Fahnen. Also wir befinden uns jetzt, da ist der Eingang vom Olympischen Dorf. Vom Village hier. Universiade Village. Da hängen die ganzen Fahnen.
Hier ist das Team Russia. Zumindest ein ganz kleiner Teil davon, weil diese Mannschaft hat zwei Häuser eingenommen. Also ja, es ist bei ihnen ein Land und so, aber zwei Häuser? Was haben die, wie viele Leute haben die mit? Okay, jetzt müssen wir hoffen, dass sie uns nicht verstehen. 200? Egal, wir mit unserer 25er Mannschaft sind auch gut dabei. Katharina hat gerade schon gesagt, dass hier wird mit Sicherheit heute Abend schön leuchten. Ja, Leute, alles schön und gut, ne? Aber bis du da oben bist, bist du Hochleistungssportler. Also, wir wohnen da hinten in dem Haus, ungefähr auf der Höhe. Wir müssen da oben so zum Essen und sowas hin. Also, aber erstmal, wenn man gegessen hat, kann man schon mal Kalorien verbrennen, bis man zu Moment. Hause ist. Das heißt, wir dürfen mehr essen, oder nicht? Nein, in Form bleiben. Das kannst du nicht danach nicht heben. Manchmal. Ich darf. Also, was aber haben wir gemacht? Spaghetti. Nee, Spaß. Wir sind erstmal schön angekommen. Ja? Haben uns erstmal eine Stunde aufs Ohr gelegt, Sachen ausgepackt. Und ich hatte überhaupt keinen Bock, ja, aufzustehen. Wir müssen. Sind wir eigentlich angekommen? Ja, wir das haben wir noch. Wir haben euch noch gar nicht erzählt, was wir hier überhaupt machen. Wir sind in Sibirien. Siberia, a land of legends and special energy. Krasnyar Skrigen, a place of power and love. In Krasnoje. Katharina wurde in Sibirien geboren, Leute. Die kennt das ja eigentlich, oder? Ja. Tja. Und wir sind hier zum zweiten Mal dabei. Bei den Universiade, aber das ist falsch Deutsch. Bei der Winteruniversiade dabei. 2017 waren wir da auch in Kasachstan, das wisst ihr. Da haben wir auch ein Video. Verlinken wir euch da oben. Und diesmal wollten wir mehrere kleine Videos machen und nicht so ein großes. Ja, und jetzt. Ja, ups, wieder nur gelabert hier, Mann. Jetzt gehen wir auf jeden Fall ein bisschen Beine vertreten im Fitnessstudio. Und dann gucken wir, was der Tag noch so bringt. Oh, Katja, stell dich mal dahin. Ein Riesenmaskottchen. Fast so groß wie du. Fitnesscenter. Jawohl. Ah. Guten Tag. Leine? Können Sie die bitte entfernen? Ja, das ist meine. So, Vollspeed, los geht's. Kurze Laufeinheit. Sehr kurz, aber einfach nur. Heute ist ja auch zu sich zu kommen. Freier Tag, genau. Zu sich zu kommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns, weil Katharina hatte die glorreiche Idee, daraus jetzt eine Serie zu machen, quasi. Winter. Ja, Daily wird ein bisschen schwer, aber Winter Universiade 2019 Soap bei Tika's Gate. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Oder morgen, keine Ahnung, wann das online kommt, bei der Opening. Schaltet ein und seht, was in der nächsten Folge passiert und wo wir überall landen.